Unsere Themen am Dienstag: Großbrand in der Liebe-Rose Heide, Tag der Vielfalt und die erste Saison in der Regionalliga ist vorbei. Das und mehr gleich hier bei LTV aktuell. Laufen Sie für den Tierpark beim 6. EG Wohn Charity Lauf. Los geht's am 1. Juli um 10 Uhr. Die Startgebühr beträgt 1 Euro und geht als direkte Spende an den Cottbusser Tierpark. Und für jede gelaufene 2-Kilometer-Runde legt die EG Wohnen noch 1 Euro drauf. Alle Läufer erhalten an diesem Tag bis 13 Uhr freien Eintritt zum Tier- und Spreeauenpark. Also, jetzt anmelden unter eg-wohnen.de oder telefonisch unter Cottbus 75 28 350. Der 6. EG Wohn Charity Lauf am 1. Juli im Cottbuser Tier- und Spreeauenpark. Der bislang heißeste Tag in diesem Jahr liegt hinter uns. Die meisten Schüler konnten sich erneut über hitzefrei freuen. Und wir auf Arbeit haben gemeinsam geschwitzt. Und damit hallo und herzlich willkommen zu LTV aktuell am Dienstag. Was die Hitze anrichten kann, sehen wir gerade in der Liebe-Rose Heide. Hier hat stundenlang großflächig ein Waldstück gebrannt. 4 Hektar standen zunächst in Flammen. In der Nacht hat sich der Brand ausgebreitet. Auf rund 200 Hektar hat es dann gebrannt. Die Feuerwehren aus der ganzen Region sind vor Ort gewesen. Insgesamt waren 131 Fahrzeuge im Einsatz, darunter Löschpanzer und ein Hubschrauber. Inzwischen ist das Feuer gelöscht. Ein Routineeinsatz war es trotzdem nicht. Mehr Einzelheiten jetzt vom Sachbearbeiter des Katastrophenschutzes, Thomas Bülow. Das Problem ist, es ist eine munitionsbelastete Fläche, sodass wir da schwer ran können. Was für uns verschärfend als Regionalleitstelle ist, wie die Wetterlage. Auffrischender Wind, also es kommt ja ein großes Gewittergebiet auf uns zu. Das könnte zu Problemen führen, dass der Waldbrand vielleicht nochmal aufflammt. Und es kommt dazu, dass ja eben, wenn so eine Wetterlage über das zu bearbeitende Gebiet der Leitstelle streicht, wir natürlich ein erhöhtes Arbeitsaufkommen in der Leitstelle hier bei uns haben. Um auch die anderen Einsätze abzusichern, hat die Leitstelle das Personal zwischenzeitlich aufgestockt. Durch das Unwetter am Nachmittag konnten die Flammen dann unter Kontrolle gebracht werden. In der gesamten Lausitz kommt es seit Tagen immer wieder zu Waldbränden. Bis auf Weiteres gilt in Cottbus und im Spree-Neiße-Kreis die Waldbrandstufe 4. Heute ist Tag der Vielfalt. In zahlreichen Betrieben gibt es dazu Aktionen, die ein erfolgreiches Miteinander in einer vielfältigen Gesellschaft fördern sollen. Laut einer aktuellen Umfrage sind die deutschen Arbeitnehmer an gelebter Vielfalt im Unternehmen sehr interessiert. Auch in Cottbus wurde dieser Tag heute veranstaltet. Gerade in großen Unternehmen hat in den vergangenen Jahren die Vielfalt der Beschäftigten deutlich zugenommen. Die sogenannte Diversity ist längst zu einem wichtigen Baustein der Personalentwicklung geworden. Auch bei der LEAG hier in Cottbus hat das Thema einen hohen Stellenwert. Bereits zum zweiten Mal beteiligte sich das Unternehmen daher am bundesweiten Diversity Day. Also Vielfalt sollte in jedem Unternehmen wichtig sein, ob klein oder ob groß. Und für uns ist es halt insofern besonders wichtig, wir sind ungefähr 8000 Mitarbeiter und kommen aus den unterschiedlichsten Regionen Deutschlands. Auch das ist schon Vielfalt und vielfältig. Wir haben unterschiedlichste Altersgenerationen in unseren Arbeitsbereichen und wir haben auch unterschiedlichste Nationen sozusagen, die bei uns arbeiten. Auch das haben wir heute gezeigt am Tag der Vielfalt. In lockerer Atmosphäre wurde heute der Belegschaft die Vielfalt im eigenen Unternehmen präsentiert. So zum Beispiel gab die LEAG-Mitarbeiterin Katharina Radke Einblicke in ihr Heimatland Tschechien. Sie ist stolz darauf, dass sich ihr Unternehmen für die Vielfalt stark macht. Finde ich sehr gut, dass gerade LEAG hier in der Lausitz, die sehr traditionell ist, so aufgeschlossen ist gegenüber verschiedenen Nationen, egal ob Mann, Frau, welchen Alters. Und dass das letztendlich ja auch eine Begegnungsstätte vieler Kulturen, viele Charaktere, viele Verhaltensweisen. Und dass wir so großartig auch miteinander letztendlich arbeiten können und voneinander auch profitieren können. Neben Katharina Radkes Vortrag standen heute vor allem gesellschaftliche und soziale Themen im Vordergrund. Im Elternzeitcafé tauschten junge Mütter und Väter ihre Erfahrungen aus.
Bei einem Sozialforum ging es um die Pflege von Angehörigen. Gegen eine kleine Spende konnten die Mitarbeiter gefüllte LEAG-Thermobecher erwerben. Den Erlös aus dem Verkauf spendete LEAG an das Sprechcafé des Soziokulturellen Zentrum Cottbus und an den Machtlos e.V. Beide Einrichtungen können das Geld gut gebrauchen. Also wir machen Freizeitangebote für Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit Behinderungen. Und wir fahren auch mit denen in den Urlaub. Und die Fahrten sind natürlich auch relativ teuer, weil wir brauchen viel Betreuungspersonal, ja, rollstuhlgeeignete Objekte. Und da können sich einige Kinder das natürlich auch nicht leisten. Dann nehmen wir einen Teil der Spende dafür, damit wir allen ermöglichen können, in den Urlaub zu fahren. Das Geld würden wir gerne für Lernmaterialien benutzen, die wir im Sprechcafé benutzen können. Das können Lernspiele sein, die einfach helfen, dass Menschen miteinander ins Gespräch kommen, die deutsche Sprache anwenden können auf eine spielerische Art und Weise. Ein paar Bücher noch kaufen, um Deutsch lesen zu lernen zu können. Soziales Engagement zeigen und die Vielfalt im eigenen Unternehmen fördern. Für die LEAG ist der Diversity Day mittlerweile zu einem aufmerksamkeitsstarken Ereignis geworden. Die LEAG setzt sich nicht nur für Toleranz und Vielfalt ein, sondern auch für die Rekultivierung. Im Tagebau Wetzow Süd wurde ein Waldstück jetzt erstmals offiziell als gesicherte Kultur anerkannt. 116 Hektar Mischwald sind vom Brandenburger Landesforstbetrieb nach strengen Kriterien geprüft worden. Platz 2 und 66 Punkte. Damit hätten wohl auch die größten FCE-Fans am Anfang der Saison nicht gerechnet. Denn der Neuaufbau ist zunächst etwas holprig verlaufen. Wir ziehen jetzt noch einmal Bilanz. Energie Cottbus im ersten Jahr in der Regionalliga. Der Schock saß tief. Als der FC Energie Cottbus vor einem Jahr aus der dritten Liga in die Regionalliga abstieg, sprachen viele von einer mittelschweren Katastrophe. Der Abstieg machte besonders Trainer Klaus-Dieter Wollitz zu schaffen. Jeden Tag nagte es mehr an ihm. Ja, seitdem ist wirklich Leere. Und immer warum? Hätte man da einschreiten können? Was hätte man machen können? Und dann irgendwann wird man dann wach und ja, Viertligist. Der eine sagt Amateurfußball, viele sagen, ja komm, so schlimm ist es auch nicht. Ja, das ist doch auch schon unter Profibedingungen, ja, aber es fühlt sich alles dreckig an. Trotzdem entschied er sich nur zwei Wochen später beim Neuaufbau des Clubs in der vierthöchsten Spielklasse zu helfen. Er unterschrieb einen neuen Vertrag und blieb Trainer. Viele Spieler taten es Wollitz allerdings nicht gleich. Nur drei Spieler blieben Energie nach dem Abstieg erhalten. So kam es dann auch, dass beim Saisonauftakt Ende Juni nur 13 Spieler auf dem Platz standen. Einige neue, viele Spieler aus der eigenen Jugend und mit Joshua Putze ein alter Bekannter. Denn der damals 21-Jährige kam zurück zum FCE. Ich hatte eine gute Zeit in der Jugend und als dann das Angebot kam von Energie, musste ich auch nicht lange überlegen. Hab wieder Bock auf die Sache, Bock auf die Lausitz, Bock auf den Verein, wo ich groß geworden bin. Deswegen bin ich wieder hier. Die Schockstarre nach dem Abstieg schien zum Trainingsauftakt überwunden. Trainer Klaus-Dieter Wollitz gab sich kämpferisch, wusste aber auch, woran es dem Team noch fehlte. Wir wollen Staffelsieger werden. Dafür brauchen wir Erfahrung, dafür brauchen wir Routine, dafür brauchen wir Spieler, die dann auch gerade in engen Situationen mit dem ja, möglichen Druck umgehen können. Und diese jungen Spieler müssen natürlich auch auf den Platz geführt werden. Mit nur jungen Spielern, glaube ich nicht, ist dieses Ziel nicht realisierbar. Das sollte ihm dann auch gelingen. Zum Ende der Vorbereitung hatte Wollitz 22 Spieler zur Verfügung, darunter einige Routiniers mit Zweit- und Drittliga-Erfahrung wie Marc Stein, Björn Ziegenbein oder auch Stürmer Benjamin Förster. Die meisten Spieler hat die professionelle Arbeit beim FCE zu einem Wechsel überzeugt. Ja, ich bin hierher gefahren, habe mir die Bedingungen angeguckt, hatte ein sehr, sehr gutes Gespräch mit dem Trainer. Und also schon alleine von den Bedingungen, davon träumt jeder Fußballer, ist für Regionalliga Verhältnisse unglaublich, sind mindestens Zweitliga-Bedingungen und macht es einfach total Spaß, hier zu spielen. Förster avancierte vor allem während der Hinrunde zum Topstürmer beim FCE und wurde mit 13 Treffern am Ende bester Torschütze bei Energie. In den ersten Saisonspielen hatte der Sturm von Energie Cottbus aber scheinbar noch Ladehemmungen. Aus den ersten 5 Spielen holte Energie nur einen Sieg und erzielte nur 5 Tore. Auch Klaus-Dieter Wollitz war mit seinem Sturm zum Saisonanfang alles andere als zufrieden. Mehr als einstellen, vorbereiten und dann 100 Torchancen im Spiel rauszuspielen und 50 Ecken oder Standards, ja, was muss man noch anbieten? So. Nur, wenn der Spieler nicht die Gier hat oder die Überzeugung, das Ding da reinzuhauen, was soll ich machen? Jetzt mal ganz ehrlich.
Und dann fühle ich mich einfach scheiße. Doch dann platzte der Knoten endlich und Energie spielte bis zum Ende der Hinrunde souverän. Das Team erzielte in dieser Zeit fast 2 Tore pro Spiel. Trotzdem war Tabellenführer Jena immer ein bisschen besser. Die Thüringer mussten bis zur Winterpause nur eine Niederlage verzeichnen. Es lief auf einen Zweikampf an der Spitze hinaus. Am 26. Spieltag war es dann soweit. Spitzenspiel gegen Jena und das zu Hause. Jena hatte 8 Punkte Vorsprung, Energie musste gewinnen. Am Sonntag ist ein anderes Spiel. Da ist für beide Mannschaften Druck auf dem Kessel. Energie Cottbus ist Stand jetzt die einzige Mannschaft, die das noch abfangen kann. Und wenn wir richtig Druck in den Kessel bringen wollen, dann müssen wir am Sonntag gewinnen. Dann, glaube ich, ist in den 8 Spielen der Druck nochmal höher. Und Energie schaffte es. Mit einem dominanten 3:1 wurde der Spitzenreiter nach Hause geschickt. Es schien auf einmal wieder alles möglich zu sein. Der Aufstieg war wieder realistisch. Was folgte, waren aber bis auf ein furioses 6:1 gegen Neustrelitz nur noch Unentschieden und zu allem Überfluss auch noch eine Niederlage gegen Babelsberg. Jena gewann dagegen die folgenden 4 Spiele und holte ein Unentschieden und stand am 31. Spieltag als Sieger der Regionalliga fest. Und Energie? Für Cottbus bleibt am Ende nur als Fazit zu ziehen, dass sie eine gute Saison gespielt haben, Jena aber einfach etwas besser war. Doch dafür, dass das Team zum Anfang der Saison komplett neu aufgestellt wurde, haben sie eine starke Spielzeit hingelegt. Und mit dem Sieg im Brandenburg-Pokal vor einigen Tagen konnten sie sich immerhin noch mit einem Pokal belohnen. Jetzt heißt es, in der neuen Saison angreifen und es Jena gleich tun. Der Aufstieg ist nicht unmöglich. Badegäste am Sachsendorfer See können wieder uneingeschränkt ins Wasser. Die Nachtests haben keine erhöhten Keimwerte ergeben. Die Ursache für den leichten Verwesungsgeruch in den ersten Proben ist allerdings weiterhin unklar. Die Frauen und Mütter hatten ihren Ehrentag schon, wir Männer in der letzten Woche. Jetzt sind die Kinder dran und die müssen nicht mehr lange warten. Am Donnerstag ist es soweit. Der Weltkindertag wird auch in diesem Jahr im Tierpark gefeiert. Das lokale Bündnis für Familie Cottbus organisiert dazu den traditionellen Kinder- und Familientag hier im Park. Zum 12. Mal wird diese Veranstaltung von ihnen unterstützt. Das Motto lautet: tierisch viel Spaß. 20 Unternehmen und Vereine werden dann ein vielseitiges Programm gestalten. Die Stadtwerke Cottbus sind mit dabei. Pünktlich um 10 Uhr werden hier Frau Zschoppe und Herr Dr. Kämmerling vom Tigergehege den Kindertag eröffnen, wieder mit vielen Aktionen. Und das ganz Besondere ist natürlich die 2 neuen Tigerjungs, die zu bestaunen sind und ansonsten überraschen lassen. Die neuen Tiger heißen Masat und Tangse. Sie sind Sumatra-Tiger und seit 2 Wochen im Tierpark Cottbus. Masat und Tangse bewohnen das Raubtierhaus und die vor 2 Jahren errichtete Außenanlage. Von hier haben Kinder den besten Blick auf die Tiger, wenn sie draußen sind. Natürlich gibt es übermorgen noch mehr zu erleben. Was genau, bleibt für die Kinder eine Überraschung. Passend zum Weltkindertag wird am Donnerstag um 15 Uhr eine neue Ausstellung eröffnet. In der Spreegalerie werden die Ergebnisse der Kinderkonferenz präsentiert. Und damit war's das für heute. Wir sehen uns dann morgen wieder, dann unter anderem mit einem Bericht von der Übergabe der goldenen und diamantenen Meisterbriefe. Diese wurden heute Abend in Lede überreicht. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Machen Sie's gut. Wählen Sie, was Ihnen passt. IHK Cottbus, Wahl 2017. Wir bieten unseren Auszubildenden eine sehr qualitativ hochwertige Ausbildung, eine sehr vielseitige Ausbildung. Die IHK unterstützt uns, die Ausbildungsplätze zu besetzen, die Verträge abzuschließen. Die Ausbilderworkshops vermitteln Rechte und Pflichten. Es gibt Weiterbildung für die Mitarbeiter. Für uns ist das genau der richtige Mix aus Regionalität und Information, die wir hier brauchen. IHK-Wahl 2017. Nicht meckern, mitmachen. Hallo ihr Lieben, hier sind Micha und Tim und wir sprechen hier stellvertretend für die ganze Münchner Freiheit. Wir freuen uns, wenn ihr zu unserem Konzert kommt und wenn wir für und mit euch Gas geben dürfen. Bis dann. Das, was ich will, bist du. Die RE
EM Group präsentiert die Münchner Freiheit live in Cottbus. Gigantisch und mitreißend wird es am Samstag, den 10.06. auf dem Reiterhof in Silo. Jetzt Tickets sichern bei allen bekannten Eventim-Vorverkaufsstellen oder auf eventim.de. Der legendäre Cottbuser Stadtwächter sucht dich als Koch oder Köchin in Festanstellung. Freu dich auf super Gehalt, tolle Gäste und viel Spaß bei der Arbeit. Infos unter www.stadtwächter.de. Stadtwächter, weil es zu Hause so schön ist. Auch in der Nacht kühlt es sich nicht wirklich ab. Die Temperaturen gehen trotzdem etwas nach unten. 20 Grad werden es, mit Regen muss immer wieder gerechnet werden. Der Mittwoch wird nicht mehr ganz so heiß. Die Sonne zeigt sich trotzdem von früh an. Zwischendurch ziehen leichte Wolken auf, sie sind harmlos. Das Thermometer geht auf bis zu 24 Grad runter. Sonne pur heißt das auch am Donnerstag. Niederschlag gibt es keinen, maximal 23 Grad sollen es werden. In der Nacht gibt es dann mal wieder eine kleine Abkühlung. Die Werte gehen runter auf 13 Grad. Prozent der Deutschen spielen Lotto. 20% der Männer machen kniend einen Heiratsantrag. 61% nutzen Telefon- und Branchenbücher. Das blaue Telefonbuch einfach gut finden. Zuverlässige Verteilung an alle erreichbaren Haushalte, Firmen und Behörden. Komplettes Branchenbuch auch im Internet auf blaue-branchen.de. Bußgeldkatalog und Gutscheinseiten. Google-Pakete als sinnvolle Ergänzung zur Telefonbuchwerbung. Interessiert? Einfach anrufen, Cottbus 481 468 oder im Netz unter telemedia@sz-sb.de. Die Industrie- und Handelskammer Cottbus vertritt die Interessen von 36.000 Unternehmen in Südbrandenburg gegenüber Politik und Verwaltung. Mit einem umfangreichen Service steht die IHK Unternehmen in allen Phasen zur Seite, von der Gründung über die Zukunftssicherung bis zur Nachfolge. Das Team rund um Geschäftsstellenleiter Mike Bethke bietet Unternehmen im Raum Cottbus und Spreneiße umfassende Beratung. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Seine Leidenschaft ist das Wandern. Doch das wurde für Josef Bader immer beschwerlicher. Vor 10 Jahren wurde bei ihm Arthrose im Knie festgestellt. Vor 2 Jahren konnte er kaum noch gehen. Die Schmerzen im Knie, die waren so stark, dass ich weder radeln konnte, ich konnte nicht Treppen steigen. Josef Bader hat es geschafft. Sein Knie kann er wieder schmerzfrei bewegen. Geholfen hat ihm letztendlich Rosa Xan. Rosa Xan zur diätetischen Behandlung von Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose.